So, hallo, wir machen weiter. Bei Jump 2 zum letzten Part. Definitiv, denn ich kann nicht versprechen, ob wir alle Räume hiervon sehen werden. Wir spielen es jetzt einfach einmal durch bis Bowser, ja? Und dann gucken wir, wie viel Zeit noch ist, um noch andere Räume freizuschalten. Okay? Cool. Wir sind hier drin. Das ist der aktuellste Raum. Und da muss man scheinbar... Das hat ja gut funktioniert. Ah, wenn die hochspringen, okay. Das hat nicht hingehauen. Okay, aber ich brauche den Block an der Seite. Kann ich jetzt hier... Ah, was? Oh, ich muss den so kaputt machen, dass der Swamp da unten landet. Uiuiuiuiuiui. Okay. Kann ich hier stehen bleiben? Nee. Oh boy. Das heißt aber, so ist schon kacke. Na, so ist schon kacke. Das heißt, ich nehme den weg. Aber ich sterbe direkt. Ich muss den... Ich muss den irgendwie ablegen, dass der zwar stirbt, aber ich den dann abschießen kann, wenn es soweit ist. So nämlich. Jetzt muss ich da rüberkommen. Hä? Auf den Dingern kann man Spinjumpen. Seit wann das denn? Okay, gut zu wissen. Ich wollte gerade sagen, hä, wo soll ich jetzt Spinjumpen? Jetzt sehe ich den Kollegen da unten auch. Jetzt kommt er hoch. Oh Gott, ey. Yo! Okay, ich muss dem ausweichen. Okay. Und hoch mit dir. Das war nix. Oh boy. Okay, jetzt müssen wir warten, bis der hochkommt wieder. Jetzt. Und ab dafür. Ah, hier unten kann ich safe, bin ich sicher. Und dann muss ich den irgendwie so erwischen, dass ich da den on-off drücke. Nice. Dann haben wir den nämlich jetzt mit erledigt. Und dann funktioniert die Geschichte. Okay, da wieder timen. Dass der da hochkommt, damit habe ich nicht gerechnet. Dann warten wir halt einen Moment und rutschen hier ein bisschen hin und her, oder auch nicht. Kann ich das nicht schnell genug einfach... Oh, Mist. Okay, ich muss mit denen ein bisschen hin und her dann gehen. Dann gehen wir halt ein bisschen hin und her mit denen. Ja, zu langsam. Wieder zu langsam. Ich sehe jetzt aber hier zum Beispiel gar keinen anderen Weg, irgendwo hinzukommen. Also keine Ahnung. Und jetzt sind wir in... Wo sind wir jetzt gelandet? Das wollte ich übrigens nicht drücken. Final Climb ist das. Das heißt, es muss doch von Fischroom aus noch einen anderen Exit in den Pencilroom geben. Oder wie kriege ich den? Oder kriege ich den über Junction 2B einen anderen Weg? Das ist ja das. Ich sehe ja nicht mal, welche, wo ich noch was anderes machen könnte. Jetzt machen wir erstmal Final Climb. Ich habe gesagt, ich spiele es erstmal durch. Okay. Oha. An die Münzen komme ich gar nicht ran. Ach nee, also die sind bait. Die Wolke ist einfach nur da. Wait. Ach so, ich muss hier runter. Jo, was soll ich da tun? Hä? Ach, der läuft mit dem... Wie?
Wie? Ach, die Wolke hat das Ding. Jetzt verstehe ich das erst. Die Wolke hat die Plattform hoch. Ich habe mich schon gefragt, wie die Wolke, wie die Plattform sich bewegt. Die sind da festgewirbelt. Die Items bewegen die Dingensviecher. Die Plattformen. Das ist eine coole Idee, aber holy moly. Was? Ah, jetzt komme ich am Anfang wieder raus und kann wieder mit der Wolke. Ah. Mit der Wolkenplattform bis nach oben. Und diesmal ist die Lücke oben zu. Oh, lol. Das ist cooles Design, aber... Aber coole Idee. Aber coole Idee. Und zum Glück ist da diese... Lol, die Sternenplattform, alles klar. Zum Glück ist da, sind da Münzen-Trails, sodass man ungefähr weiß, wo man hin muss. Sonst hätte ich erstmal gar keine Ahnung, was ich tun soll. Okay, jetzt hüpft er da durch. Und ich muss ganz langsam... Ups. Ganz langsam hinterher. Und jetzt muss ich unten durch und unten durch. Ah, das ist... Oh, und das habe ich nicht gesehen. Ja, super. Zu spät hingeguckt. Mist. Okay, von hier aus nochmal. Das ist gut. Das ist schon nice. Der Raum ist schon cool. Keine Frage. Und jetzt ab dafür nach oben. Oh, und die Block Snake ist jetzt die Yo! Phantom! Phantom bewegt auch eine Plattform, ja klar. Ja, ist in Ordnung. Schieb sie mir einfach unterm Hintern weg. Ich muss mich auf der Plattform mitbewegen. Die ist so schnell. Ich habe aber nicht meinen Schlüssel. Wie löst der sich denn aus gerade? Der hat wahrscheinlich einfach ein Bewegungsmuster. Junge! Das. Der Bossraum, scheinbar. Ja, ich hätte aber gern die Feder. Krieg die Feder aber nicht. Ist mir jetzt gestorben. Aber ich krieg die Feder doch. Muss man hier schnell genug runter? Und dann in die Feder rein. Aber ich glaube, es reicht nicht, um dann noch auf der Tür zu landen. Ich glaube, die Feder könnte ich sogar berühren. Oh! Es reicht! Nice. Ich bin eh klein. Natürlich. Okay, so, wir wollen erstmal die... Kollegen da von ihm runterholen. Dafür muss ich wahrscheinlich am Giftpilz vorbei, die auslösen. Oh boy. Oh boy. Nice. Yo! Ach so! Nee, wollen wir nicht. Das ist einfach der ganz normale Bowser-Fight. Und er muss sich in die Lava stürzen. Nur, dass wir Millionen Hindernisse dabei haben. Das ist ja cool. Kann ich die... Ich versuche die trotzdem mal ab und zu ein bisschen zu treffen. Einfach... Aus Interesse, ob man die irgendwann killen könnte. Und das wäre natürlich... Nee, geh hier in die Lücke gleich, Kollege. Nee, geh hier in die Lücke gleich, wenn du jetzt gerade ansetzt. Ja, perfekt. Und dann kann ich hier gleich da oben den dritten Treffer landen. Ah, ich glaube, die sind unverwundbar. Kriege ich den jetzt eigentlich dafür, dass er gleich wieder in die gleiche Lücke springt? Ah, das war dumm. Ich glaube nicht. Das waren ein paar Hits.
Aber ich kann ja auch nicht an, dass der sofort... Oh, warte, jetzt bin ich hier aber ganz ungünstig. Ich weiß nicht, ob ich hier rauskomme. Doch, komme ich. Mit Hit? Ah, ich glaube, die haben wohl endlich jetzt. Das ist Quatsch. Aber jetzt muss er hier reinspringen. Das ist das Ding. Nee, hier rein. Ja, genau. Tschüss. Das war's aber niemals. Da kommt natürlich noch ein riesiger Boss oder irgend sowas. Okay, vielleicht war's das doch. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich dachte, kommt nur so ein richtig fetter Bossfight. Okay, dann war das der Bowser. Dann haben wir ja doch noch genug Zeit, um andere Räume zu suchen. Ich spule mal ein bisschen vor. Ich hoffe, ihr seid nicht böse. Und jetzt wäre es sozusagen so, ab jetzt werden dann freigeschaltet, dass man die Levelnamen richtig sieht, die Erstellernamen richtig sieht. Voice of Yoshi. Ich wette, bei Dings kommt wieder Bjob. Bjob muss auf jeden Fall wieder bei ASM oder so dabei sein. Theoretisch. Kennen wir irgendwen? Ja, ein paar kennt man schon. Okay, keine ASM. Yay! Da sind sie nochmal alle aufgelistet. The real names will be used from now on. Na, wenn ich jetzt auf so ein Ding hier drauf gehe, steht jetzt da Miracle Word und nicht mehr, was davor stand. Ich habe keine Ahnung, was es war. Cool! So, nice! Und hier natürlich Multiperson, klar, das bleibt. Hier zum Beispiel Louis. Na, ihr versteht den Gedanken. Okay. So. Jetzt. Wo startet man jetzt eigentlich? Wahrscheinlich am Anfang. Okay. Ich sag's nochmal, das Ding ist hier nach links. Ich habe keine Ahnung. Es wäre halt schön zu wissen, in welchem Raum man noch was freischalten kann. Das wäre cool. Aber leider weiß ich nicht, in welchen Raum ich noch gehen muss. Ob es dann der Raum direkt drüber ist, der den Raum drunter freischaltet oder so, dann ist das ja Quatsch, weil vom Super Koopa-Raum sind wir in Junction 2B gekommen. Ne? Das, ja. Okay, wir probieren jetzt nochmal hier nach links zu gehen. Das war allerdings kritisch. Also das haben wir, da haben wir nicht, das haben wir nicht hinbekommen. Da war am Ende irgendwas, was mich aufgehalten hat. Ich weiß nicht mehr, was es war. Irgendwas hatte mich aufgehalten. Vielleicht geht's jetzt auch, weil jetzt alle Dings gedrückt sind. Ich habe keine Ahnung. Was tue ich denn gerade eigentlich? Das ging schon mal deutlich besser. Dude! Spring doch bitte einfach... Okay, nee, wir starten. Das ist ja bescheuert, was ich hier mache. So, spring doch einfach darüber. Danke. So, da musste ich das hier tun und dann das einfach kaputt machen. Ja, ich sollte erstmal runterschießen. Oh. Ah, ich muss schneller sein wahrscheinlich. Okay. Ah. Bin nicht schnell genug. Na, jetzt nur noch hochspringen. Bisschen Anlauf. Kriegen wir doch wohl hin. Alter. Danke. So. Aber ich sag's nochmal, das Problem war der letzte Raum. Da gab's dann irgendeinen Ärger. Also, nicht der letzte Raum, aber der letzte Abschnitt, da gab's irgendeinen Ärger hier. Ich weiß nicht mehr, was es war. Oh shit, ich habe keine Ahnung mehr, wie das hier ging.
Ah, doch, ich habe keine Ahnung, wie das hier geht. Ne, die Rätsel hat man ja alle schon gelöst. Ja, die Rätsel hat man ja alle schon gelöst. Mist. Geh halt einfach weg. Gib mir den Key. Dankeschön. Genau. Genau, hier. Hier hatte ich keine Ahnung, wie es weitergeht. Richtig. Ich kann auf dem Ding nicht Spin Jumpen, ich krieg die Magic ja nicht weg. Da ist mir scheint auch kein Block, der das irgendwie wegmacht. Ah, shit. Ich kann hier nicht einfach durchlaufen. Das geht alles nicht. Ich hab... Ja, dann starte ich hier wahrscheinlich. Huch, das war die falsche Taste. Oh! Das habe ich nicht gesehen! Ach, shit. Gib mir den Key zurück. Danke. Das habe ich nicht gesehen! Shit. Das ist einfach... ein Federblock. Man löst es halt aus. Vielleicht lösen wir es von oben aus. Nice. Das habe ich nicht gesehen. Ja, dann ist die Geschichte klar. Lul. Okay. Okay. Und jetzt? Was ist, wenn ich hier hinten bin? Dann ist vorbei. Ja, jetzt ist alles vorbei. Was ist das denn? Ah, da. Moment. Entschuldigung. Oh Gott, oh Gott. Entschuldigung. Also da darf ich nicht rein. Aber die wollen doch jetzt von mir nicht, dass ich auf dem Schlüssel in die Tür reingehe. Ich meine, ist es möglich? Aber, hä? Wie soll das jetzt gedacht sein für einen normalen Spieler? Wie soll das Wasser da helfen oder der Block oder keine Ahnung? Wie geht das denn? Wie mache ich das jetzt normal? Also was heißt normal, aber, ne? Also so geht's, so ist es niemals gedacht. Das kann ich jetzt schon sagen. Aber ich weiß nicht, wie es gedacht ist. Irgendwie anders. Tut der irgendwas? Warte. Hör doch auf. Hör doch auf.
Alla. Ach so, nee, Moment, ich muss ja hier durch. Also der muss ja so sein, wie er jetzt ist. Also ich kann hier nichts anderes mitnehmen. Wofür ist das Wasser? Ich raff. Cool, Pilz. Ich raff nix. Hä? Ich meine, es muss doch ohne Pit-Varianten funktionieren. So, weil das wäre natürlich, ne, das wäre halt so keine so Pit-Variante, aber... Weil das geht. Das ist grundsätzlich möglich. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich durchführen will. Hä, wie soll das gehen? Wenn ich hier unten bin, ist doch alles vorbei. Ich versteh's nicht. Wieso? Ist das wirklich so gedacht für die normalen Spiele hier, das Hex? Also so geht's jetzt am ehesten. Aber... Ich kann's mir nicht vorstellen. Hä? Also irgendwas mache ich hier grandios falsch. Aber ich sehe keinen anderen Weg. Ich habe keine Ahnung. Mir fällt nichts auf, wie das anders gehen könnte. Es muss irgendwie vielleicht eine Plattform unter der Tür entstehen können, aber auch da ist ja nichts. So, hä? Der Schlüssel kann auch nicht einfach unter der Tür stehen bleiben. Wir haben ja gerade auch nicht den Effekt, dass der Schlüssel einfach, dass ich mich bewegen kann, während der Schlüssel runterfällt, ne? Das geht ja alles gerade nicht. Klar, der Schlüssel kann darüber, aber... was nützt mir das? Nichts. Warum ist da zur Hilfe jetzt der gelbe Block so, als wäre es schlecht, da runterzufallen? Ich raff überhaupt nicht, was das Wasser hier helfen kann. Das ergibt keinen Sinn. Ich raff das nicht. Ich mach's einfach so jetzt. Das heißt einfach, ne? Aber irgendwann komme ich auf die andere Weise durch die Tür durch. Es ist halt super, super stressig, das so zu machen. Aber was soll ich tun? Kann ich vielleicht irgendwie auf dem Schlüssel hier runterreiten? Und dann auf dem Wasser... Keine Ahnung, es ist so gedacht, dass man auf dem Wasser kurz... Das ist... Ne, jetzt stehe ich so auf dem Ding drauf, aber... Hier ist ja nicht die Tür. So, die ist ja da drüben. Ach, das ist eigentlich gespeichert, bin ich komplett dumm.
Ich weiß nicht, wie es geht. Es muss doch einen normalen, natürlichen Weg geben, der nicht Kaizo ist. Welcher ist das? Bin ich komplett lost? Leute, ich habe keine Ahnung. Falls ihr es nicht auch schon gemerkt habt. Ich meine, die ist ja nicht grundlos so fett nach oben. Man könnte auch hoch sagen. Fett nach oben. Das ist eine gute das ist ein guter Ausgangsstate. So komme ich jetzt durch die Tür. Irgendwie komme ich jetzt so durch die verfluchte Tür. Okay, Slow-Mo. Nur ganz kurz, ist gleich vorbei. Das ist, was ich meinte, was die Musik mit Dings macht, ne? Vielleicht ist es nicht die beste Ausgangsposition. Mist. Okay. Ach, komm schon. Ich raff's nicht. Das war eigentlich eine gute Ausgangsposition. Ja, der muss so ein bisschen seitlich dran vorbeifahren, dann kann man da besser drauf gehen nachher. Okay, wir machen es aber auf jeden Fall mit Slow-Mo. Alter, ist das dumm! Vor allem, es ist halt dumm, weil ich nicht den richtigen Weg sehe, weil das ist niemals der richtige Weg. Niemals ist das so gedacht. Niemals. So, das ist jetzt der Urchin-Raum. Okay. Ach, ich kann ja unten durch. Moin. Beim Urchin-Raum und hier ist kein Urchin. Hier ist doch Urchin-Raum, oder bin ich dumm? Vielleicht ist auch Fischraum. Weiß es nicht. Ich habe was mit Urchin gelesen. Yo. Alles klar. Nimmst du gerade das ganze Ding damit?
ich sollte vielleicht ein bisschen schneller sein. Nee, nicht, muss ich nicht. Alles gut. Ich merke gerade, das ganze Level überraschend, dieses Gimmick, dass die Sprites Sachen tragen. Das war ja auch schon bei dem... Bei dem Swamp-Raum war es ja auch, ne? Da haben ja die den getragen. So, was war es für ein Raum? Ach, Blurb-Room, nicht Urchin. So, Super-Cooper-Room. Jetzt sind wir wo? Jetzt sind wir in Junction 2A, das hat man noch nicht. Ah, okay, jetzt verstehe ich's. Aus Junction 1 kommt man in Blurb oder Super-Cooper. Aus Junction 2 kommt man in Block oder Bean. Und aus Junction 2B kommt man in Fisch oder Pencil-Room. Das heißt, okay, verstanden. Okay, verstanden. Das heißt, hier muss ich jetzt beide Räume, beide Richtungen spielen. Dann habe ich noch die zwei anderen Räume und dann habe ich noch Junction 2. Oh boy. Okay. Okay, das ist aber auch eine coole Idee. Das heißt aber, wir haben faktisch sogar noch mehr Level, weil ja die jeweiligen Wege dorthin zu den einzelnen Räumen auch noch mal fast ein Level sind. Oh, wieso bin ich denn so langsam? Wow. Muss man echt fixy sein. Oh, was habe ich falsch gemacht? Ach, ich muss da hoch, okay. Nee, so schnell bin ich ja überhaupt nicht da oben. Wie soll ich den aufhalten? Ach so. Alter! Gottes Willen. Muss ich jetzt einen Shell-Jump machen? Ach so. Ach so, ich musste nur abschießen. Ist ja komplett kaputt. Ah, was zum... Ach so, die fällt runter, okay. Yo! Nimm die mal weg. Hä? Ich dachte, die ist weg. Okay, sie ist nur despawned. Also, sie ist nur nicht mal angezeigt worden. Eben nicht despawned. Oh, Junge. Kann ich irgendwie killen? Indem ich... Ja! Denn jetzt alles hier wieder los? Ich verstehe, wie man in die Tür gekommen wäre. Glaube ich. Nee. Oh,
Was mache ich da drüben jetzt schon wieder falsch? Wofür sind die Coins da oben? Ich muss die Steuer... Oh, moin. Das ist eine ganz normale Coinsnack. Ich muss die steuern. Und gleichzeitig auf dem Ding mit... Alter. Okay, aber jetzt haben wir's. Boy, ist das sick. Nicht... Hör doch auf dem Ding rum zu regulieren. Bruder. Das Problem ist, ich muss auf dem Ding regulieren, weil wenn der hochfährt... Jetzt! Nein! Nein! Ich hasse alles. Nein, noch eins höher. Noch eins höher. Nur hoch. Jetzt rüber. Nein! Jetzt rüber. Jetzt passt die Geschichte. Alter. Ja, scheiß drauf. Aber jetzt verstehe ich, dass der ganze... Ich habe das noch gar nicht so realisiert gehabt. Das ganze Bowser Castle basiert ja auf diesem Gimmick, dass die Items mitgenommen werden von den Sprites. Also, die, eigentlich werden die Sprites von den Sprites mitgenommen. Irgendwie, I don't know, wie man es ausdrücken soll. Das ist ja das komplette Bowser Castle basiert ja auf dem Gimmick. Ich habe das überhaupt nicht realisiert. Nur immer auf andere Art und Weise. Na, daran merkt man das erst, wie gut das eigentlich gemacht wurde, dass man gar nicht merkt, dass es eigentlich immer das gleiche Gimmick ist und trotzdem fühlt es sich wie unterschiedliche Räume an. Unterschiedliche Quests. Ach, leck mich doch, lass mich da rein. Dankeschön. Na. Na, und zurück. Und zurück. Reicht nicht. Ah, die hauen ab. Alter, geh halt runter. Yo. Wahrscheinlich. Aua. Okay, ich muss den antriggern. Ich muss hier dem Ding ausweichen. Und dann... Das hat nicht hingehauen. Okay, was will der von mir? Ah, die fliegt da. Okay, verstanden. Die macht dann ihren ganz normalen Rundflug. Und jetzt sind wir hier auch im Final Dings. Okay. Heißt also, wir haben jetzt... Genau. Von Junction 2A den Block rum freigeschaltet. Jetzt müssen wir von Junction 2A noch den Bean rum freischalten. Und von Junction 2B noch den Pencil rum. Und jetzt sage ich kurz... Nee, kann doch nicht sein. Oh, muss man? Oh, okay, ich glaube doch, ich weiß es. Ich muss mal was ausprobieren. Nee, starte ich in dem Ding. Nee, hat sich erledigt. Ich muss das jetzt... I'm sorry, ich muss das jetzt ausprobieren. Don't hate me. Na, aber hier ist das Gimmick ja auch schon benutzt. Die reiten ja auf dem Swamp. Das ist mir damals überhaupt nicht aufgefallen. Dass das ja auch genau dieses Gimmick ist. Und hier, der reitet auf der Münze und lauter so Shit. Das ist mir nie aufgefallen. Lell.
Und hier, der Blitz reitet auf dem Swamp. Da tragen ja die Sprites schon die anderen Sprites. Das ist mir nie aufgefallen. Das ist ja die ganze Zeit dieses Gimmick. Eigentlich voll lächerlich. Aber jetzt nochmal, eigentlich wären ja die grünen Blöcke gar nicht da. Also das mit der Feder kann ja nicht die Lösung sein, ne? Was für mich heißt, ich mache hier schon irgendwas falsch. Es kann ja nicht sein, dass man die grünen Blöcke haben muss, oder kommt man zum... Nee, man kommt zu Bowser's Castle auch ohne den grünen Switch, oder? Ne, ich bin mir gerade unschlüssig. Jetzt weiß ich es doch nicht mehr. Wir nehmen auf jeden Fall nochmal die Feder mit, scheiß drauf. Nice. So. Also die gönnen wir uns einfach. So. Ich verstehe halt... Nee, ich verstehe es trotzdem nicht. I'm sorry. Nee, ich verstehe es trotzdem nicht. Nee, ich verstehe es trotzdem. Ich dachte erst, ich kann vielleicht eine zweite Feder und dann reitet der Schlüssel auf der Feder oder irgend so ein Quatsch. Also ich glaube, auf irgendwas muss der Schlüssel hier runterreiten. Und dafür ist ja da unten, aber das wäre ja auch wieder. Oh nein! Jetzt verstehe ich den Raum. Passt auf. Versteht ihr? Versteht ihr? Versteht ihr? Mir gerade so dämlich vor. Ah, da hättest du das. Ich habe die Shell immer gekillt und deswegen war meine Ausgangsposition kaputt. Aber mein Grundgedanke war jetzt, Moment mal, ich darf doch gar nicht die grünen Blöcke nutzen, die gelben Blöcke nutzen. So, das darf doch, ist doch eigentlich alles gar nicht da. Das hat gedauert. Das hat gedauert. Okay, Rätsel gelöst. Bin stolz. So, jetzt müssen wir Junction 2A nach rechts gehen. Ah, und jetzt wird der okay. Das ist auch cool. Von der Idee her. Aber wie mache ich das jetzt? Okay, doch verstanden, glaube ich. Ich trigger den Swampy an. Und dann... Ah ja. Nee, da falle ich einfach durch. Vielleicht muss ich einfach schnell sein. Ja, ich muss einfach schnell sein. Okay, ich glaube, spätestens jetzt hätte ich es verstanden. Weil jetzt macht man genau das, dass man diese Sachen mitnimmt, die schon getragen werden. Oh, lol. Na, spätestens jetzt hätte ich es, glaube ich, kapiert. Weiß es nicht.
Hab ich schon wieder versaut. Nee, hab ich nicht. Alles gut. Ah, verstanden. Die hat da oben die Magie. Und die Magie muss direkt runterfallen. Und dann kommt man da auch hoch. Oder? Ich glaube, ich hab's versaut. Vorn. So. Also ich habe nur diesen einen Versuch, okay. Ja cool, da stirbt man einfach. Okay, und da weicht man aus. Dem ersten und dann geht man durch. Nice. Und damit sind wir im nächsten Raum. Okay, da wird jetzt das noch kombiniert. Oh, jetzt fällt das runter. Okay. Ich hab's hin. Oh, der. Okay. Klar, der fällt auch runter. Jetzt fällt der runter. Und dann. Da stirbt man aber da unten. Okay. Ah. Wait. Ah. Na gut. Ah. Jetzt wird natürlich die furchtbare Physik von den Dingern hier einem echt zum Verhängnis. Aber gut, ist in Ordnung. Lel. Interaktion ist auch neu. Aber schön, dann haben wir den nochmal gesehen. Jetzt geht's hier runter. Auf die andere drauf. Zack. Okay. Und dann sind wir auch hier. Puh, das hat jetzt übrigens nur funktioniert, weil das solche Federdinger waren, ne? Jetzt müsste man halt noch wissen, in welche Richtung. Wir sind nach rechts, deswegen muss ich jetzt nach links gehen. Okay. Ich erinnere mich wieder. Vielleicht warte ich erst. Bis er die komplett durchgefuttert hat. So nämlich. Ach, der macht das natürlich wieder zu. Das ergibt Sinn. Yo! Mach nicht diesen. Au! Aber ich brauch dich hier. So, sehr cool. Nee, ich brauch bestimmt beide. Okay, das sieht nicht richtig aus. Ah. Weg. Glaube ich. Kann irgendwie nicht sein. Ne? Aber so haut's halt auch nicht hin. Ah, jetzt habe ich's verstanden. Mit dem oberen muss ich den unteren, nein, nicht den unteren, aber den Kollegen hier ein bisschen reduzieren. Und zwar so. Habe ich nichts von ihm? Ah, jetzt. Ich wollte schon sagen, dass er nur noch eins hoch ist. Ach ja, und jetzt ist er noch zwei hoch. Moment, aber das heißt ja... Ja, wie mache ich denn das, dass ich die behalten kann, die Shell?
weil so macht's ja, so passiert ja nichts. Hä? Vielleicht reicht es doch so. Weil es sieht halt nicht. Wie soll das denn reichen? Das ist völliger Quatsch. Wie mache ich den zwei Köpfe kürzer? LOL! Aber wie mache ich den zwei Köpfe kürzer? So mache ich einen Kopf kürzer und ich kriege den jetzt ja nicht wieder reingespawnt in die andere Shell. Dafür müsste ich ja da hochkommen wieder. Ich komme wieder da hoch. Aber ich komme nicht mehr zurück. Hätte ich aus dem Vorraum... ...eine Shell mitnehmen müssen? Die da? Nee, kann auch nicht sein. Die braucht er ja hier. Nee, also die Shell kriege ich nicht. Kann man irgendwie so schießen, dass man zwei auf einmal wegschießt? Und nur der Kopf übrig bleibt? Er reagiert so halt nicht. Ich muss die richtig schießen, aber wenn ich sie richtig schieße. Ah, vielleicht über die Wand da. Kann ich es über die Wand. Kriege ich über die Wand die Shell wieder? Das ist halt auch schon wieder so ein Quatsch-Gedanke. Über die Wand kriege ich die Shell wieder, aber jetzt treffe ich ihn nicht. Ja, tschüss. Ich hab halt nur eine Shell. Ich raff nix. So treffe ich ja nur wieder die untere. Das ist ja nicht mal ein Ansatz, was ich möchte. Ich will ja, dass der Double gedingst wird. Wie kriege ich jetzt die zweite Shell weg? Die zweite Shell, den zweiten Kopf. Wait, wir machen das ganz anders. Es kann manchmal so einfach sein. Kann manchmal so einfach sein, wenn man mal ein bisschen nachdenken würde. Oh Mann, ey. Das war nicht, was ich wollte. Ja, tschüss.
Wait, ist es wieder. Jetzt wieder. Hä? Ah, jetzt ist es auch. Hab ich falsch gemacht. Yoshi! Ah, ich wollte gerade sagen, wird mir jetzt zum Verhängnis, dass da ein blauer Block ist, aber nee, ist ja gut, wenn das nicht weggefuttert wird. Das macht die Sache ja einfacher. Moment. Auch eine schöne Idee. Oder? Ah, verstanden. Muss ich abschießen, okay. Lass mir einfach da drüber. Dankeschön. Easy. Okay, letzter Raum. Schaffen wir es unter einer Stunde. Challenge. Das ist jetzt der Stiftraum. Jetzt sind die Dinger halt auf den Stiften drauf. Deswegen ist das Ding Pencil hoch. Weil das Stifte sind. Dinger noch nie als Stifte gesehen. Also irgendwelche Holzpfeiler, die halt angespitzt sind. Aber meinetwegen ist das auch ein Stift. Hat halt keine Mine, der Stift, ne? Ist halt die Holzfarbe, die man damit malen würde. Aber ja, es sind ja trotzdem Stifte von der Form her. Also ein Stift muss ja nicht sein, mit dem man malen kann. Aber ich glaube, wir schaffen den Raum unter einer Stunde. Bin da guter Dinge, der scheint nicht zu lang zu sein. Weiter dumm anstelle, sieht das ganz anders aus. Und zum Glück haben wir die Switch-Blöcke, ne? Ihr seht, wie viel leichter der ganze Bowser-Castle-Abschnitt ist, wenn man die Switch-Blöcke hat. Holy moly, aua. Aua. Das ist schon sick. Wie viel leichter das auf einmal... Ach, komm. Leichter. Ach komm. Das auf einmal. Wait, der geht. Oh nein, zu langsam. Okay, so. Wir springen nochmal hin. Das passt nämlich ganz gut direkt nach dem der Knochen. Ja, genau. Jetzt komme ich direkt. Ah, da kommt der andere Knochen. Nein, 20 Sekunden noch. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Da ist die Tür. Nein, 10 Sekunden. 10 Sekunden. Nein. Ich schaffe es nicht. Der Part ist länger als eine Stunde. Aber nicht viel. Alter. Oh, jetzt. Okay. Aber nicht viel. Danke fürs Zuschauen. Das waren alle Räume von Bowser Castle. Ich habe sie doch noch gezeigt. Auch wenn ich nicht so motiviert war. Aber es hat mich dann doch gereizt. Und vor allem, nachdem wir verstanden haben, was es überhaupt für ein Gimmick im Bowser Castle ist. Das habe ich beim ersten Mal, wo wir da durch sind, überhaupt nicht gecheckt. Für mich waren das alles verschiedene Räume. Es war immer das gleiche Gimmick.
Es war immer dieses Sprite-Interaktionsgimmick. Und oh mein Gott, das mit dem Schlüssel. Das war es wieder komplett. Ja, das muss man an der Stelle sagen. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein bei Jump 2. Es geht tatsächlich, wie ich schon angekündigt habe, mit SMW weiter. Mario Maker muss noch ein bisschen warten. Dafür sammelt sich dann da wieder ganz viel an. Und weil Dani einen kleinen Hack hat, ich würde jetzt mal so 10 bis 15 Parts tippen, mal gucken. Wir nehmen ihn morgen, übermorgen, ne, jetzt ist es schon morgen mittlerweile, auf. Das heißt, es wird wahrscheinlich nahtlos mit SMW weitergehen. Wir werden sehen. Danke jedenfalls fürs Zuschauen und Tschüss.